Hallo, willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin euer lieber Odo. Wir sind zurück mit Österreich in Viktoria 3. Zwischen den Episoden habe ich jetzt auch rumgeschaut. Ich bin aufgekommen, dass er uns nicht mehr Antagonist spielt, sondern nur Barry ist. Was zwar auch nicht super ist, aber sollten wir eine Obligation bekommen, würden wir es schaffen, sie in unsere Kastenunion zu kriegen. Deswegen habe ich Mexiko aufgegeben, weil Mexiko interessiert uns eigentlich nur peripher. Ich mag zwar gute Beziehungen zu Mexiko haben, aber in Wirklichkeit will ich Beziehungen zu Deutschland haben und ich wollte keine von den deutschen Verbesserungen aufgeben, auch wenn ich und auch nicht den. Wenn ich natürlich weiß, dass einige von denen nicht notwendig sind mehr. Ich glaube, Bremen oder Hamburg, einer von den beiden unterstützen. Trotzdem. Sachsen hätte ich ganz gerne auch wieder in meiner Handelsbeziehung. Auf jeden Fall habe ich dann begonnen, Bayern zu bankrollen, das heißt Geld geben. Ich überlege gerade, ob ich das noch mit jemand anderem auch mache, weil jetzt habe ich 103 in meinem. Ich weiß schon wieder, warum ich Hessen Castle nicht geben will. Oldenburg. Wen werden wir bankrollen? Irgendeinen von denen schlägt Kohlstein zum Beispiel oder Burg. Was kostet mich? 900 im Monat. Außerdem sollte es dann schneller gehen. Beziehungsweise, was wir machen könnten, funktioniert schneller. War echt geil. Was wir machen könnten, ist da aufhören. Und dafür machen wir die Release. Also zum Beispiel hier Sachsen-Meiningen oder hier Nassau. Frankfurt machen wir schon. Wir können schon wieder Interest klären. Oh, wir haben jetzt 16 Gebiete, denen wir Interest können. Mexiko. Und was hier noch dazu? Improve Relations. Ah, wir könnten natürlich die Niederlande auch machen. Mecklenburg, Holstein. Machen wir Holstein. So, und jetzt zu diesem Konflikt zurück. Das Problem an dem Konflikt ist, ich mag keinen Krieg mit Westen. Das ist elend. Ich hasse. Warum tun die das? Ich will doch auch nicht verlieren. Wir haben immerhin die ersten Karten, immerhin Teil meines Marktes. Und wenn die Kommunisten übernehmen, sind sie nicht mehr Teil meines Marktes und dann habe ich da so ein Gap in meinem Markt. Ah, wir committen.
oder? Nichts. Wir haben noch Zeit. Wir werden dich einmal mobilisieren und dich einmal mobilisieren. Und dich einmal mobilisieren. Verteidigst mal da, weil du bist so oder so. So, bist du ein guter Angreifer? Nein, bist du ein guter Angreifer? Nein. Bist du ein guter Angreifer? Nö. Naja, Experience Offensive. Besser auf jeden Fall als die meisten anderen. Du siehst. Ich hoffe einfach, dass Hannover hier von alleine klarkommt. Und wir würden dann einfach da anlanden von mit dem Schippernakel. So, apropos Schippernakel. Gut, okay, weißt du. Nein, ich will dich nicht promoten. Verdammt. Bleibst du bei deinen Das ist ja das. Wir haben Bosnien so zugesetzt, dass sie eigentlich kein Militär haben. So, du, was bist du? Ein guter Angreifer oder Verteidiger? Open Terrain, Woodland Combat, Mountain Combat, das ist alles Verteidigung, gell? Okay, weißt du was? Du gehst da. Und du greifst. Was soll denn? Preußen hat offensichtlich seine ganze. Pfeif auf die deutsche Vereinigung. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob die Preußen. Ob die Preußen uns grantig sind, wenn wir jetzt diesen Krieg führen. So, was? Radicalism auf 77% drauf. Nein! Weil wir jetzt in den Krieg gehen, gell? Wohin gehen die Franzosen? In die Westschweiz. Preußen, Hannover sind Konkurrenten jetzt. Na super. Alles. Können wir bitte wieder die Ordnung herstellen hier und jeder das tun, was ich ihm sage? Da oben hat das eine Hauptstadt, oder? Ja, Brandenburg ist die Capital State, das heißt, wenn ich möglichst schnell daherkomme, ist alles gut. Da! So, könntet ihr mir sagen, warum wir da auf 77 auf sind?
Nein, können Sie mir wahrscheinlich nicht. Könnten wir jetzt noch zurückziehen? Könnten wir, oder? Könnten wirklich noch zurückziehen? Nein, wir müssen solches erhalten bleiben. Die Kommunisten haben kein Recht auf irgendwas. Wir dürfen nicht verlieren. Im schlimmsten Fall müssen wir Interventionismus wieder einführen. Kaiser Franz Josef has decided to use the new and exciting video technology to connect more directly with the people. Ah ja, stimmt, das habe ich auch gemacht. Ich habe meine Schiffe auf Notes. Da habe ich Radio gebraucht. It should express authority. It should make us look good. Landowners mögen mich mehr. Wenn sie mich mehr mögen, vielleicht hören sie auf, gegen mich zu agitieren. Komm schon, geht's aus dem Restore Interventionism raus. Und wir haben einen Krieg in Hessen gegen die bescheuerten Preußen. Dreadnought Warfare committed. Yay. So, ihr hier macht bitte einen Naval Invasion in Pommern und den Albrecht mit. Ich hoffe, der 90-Jährige überlebt noch so lange. Ah, das scheint ja. Oh, hier sind wir überhaupt relativ. Hier gibt's keine Truppen. Deutschland. Warte mal, Mecklenburg kämpft auch mit. Ja. Okay, ist grundsätzlich mal die Stärkeren. Aber wir sind weniger hier. So, was ist das für ein Dings? Ah, da haben sie gleichzeitig mit uns angegriffen, offensichtlich. Okay. Preußen sind eigentlich urmordig. Sehr gut, sehr gut. Können wir bitte diesen Kampf relativ bald da haben? Ich würde nämlich ganz gerne. So, schauen wir mal. Flotte, wie lange brauchst du noch? 22 Tage. Du machst bitte ein Raiding. Preußen.
Guns and Steam. Ah, ist das. Unless von Hartmann has successfully deployed our impressive threat ongoing conflict, proving that they are not mere vanity projects for the Navy. More impressive now than ever. Mehr Prestige oder mehr Navy Power Projection? Mehr Prestige. Yay. Wir wissen, was wir tun. Wir bitte die Stadt endlich einnehmen, damit die Truppen woanders entlang rennen können. Echt, das ist noch immer nicht alles erobert von diesen dämlichen kommunistischen Hessen. Aber wir könnten tatsächlich noch den Kampf gewinnen. Political Agitation. Plus 10% Authority. Minus 1 Minimum Expected Standard of Living from Literacy. Okay. Okay. Den Kampf machen wir recht schnell und einfach. Worthy cause. Women in Austria-Hungary have begun organizing to campaign for the right to vote general election. Okay. Risa Slavic of the trade unions has emerged as a leading figure of this movement. Worthy cause. Oder? Sounds like opposition talk. Wer ist Andras Horthy? Ein Kommunist. Popularität gewinnt sie so oder so, bis er sie. Echt jetzt? Workers in shipyards have had enough of their poor conditions working with trade unions. They have initiated an industry-wide strike in Istria. Nein! Nicht die Schiffswerft. Open negotiations with the strikers. Ugh. The strikes must be suppressed. Triggers the event strike and strike act in 30 days. Ich würde sagen, das macht die Dings noch. Das nennt man's. Was sollen wir machen? Arbeitsgesetze wollen. Aber wenn ich jetzt Arbeitsgesetze mache,
was ich nicht kann. Im Übrigen. Social Security wir machen. Poor laws. Ja, Hauptsache die Landowners. Was? Ich hasse euch so sehr. Was ist damit? Women in the Workplace. Wer mag das? Die Trade Unions und die Industriellen. Und wer mag es nicht? Die Intelligenz. Ja, echt jetzt? Women's Suffrage. Trade Unions. Minus 4 rauf. Ja. Aber die Landowners mögen es nicht. Aber das würden die Trade Unions machen. Wir machen Women in the Workplace. Wir brauchen eh mehr Arbeitskräfte. Macht das Typen weniger radikal von den Trade Unions. Ah, unsere Anlandung, da waren doch Truppen. Schau was an. Aber not for long, würde ich mal sagen. Der alte Habsburger hat sich so, schauen wir mal, wie ist das? Was? Minus 3,8 derzeit und das sie sterben wie nicht gut. Na gut, dann treffst du halt auch an. An deiner Front, wenn es zwei Fronten gibt. Ah, ausgezeichnet. Wir haben das kommunistische Hessen-Hassel niedergerungen. Ja, und das ist ein Verteidiger, also so sehen. Ja? Aber das haben wir gewonnen. Ausgezeichnet, da gehen wir auch wieder etwas zurück. So, warte mal, wir haben hier die Fronten vereinigt. So, dann würde ich fast sagen, wir machen noch eine Anlandung. Landes... ja. Bitte den Albrecht mit. Dann kann man da. Sehr gut, sehr gut. Battle for Berlin. Perfekt. Wir nehmen uns die Hauptstadt. Dann ist Pause.
After thorough discussions with union leaders, they have agreed to suspend the strike if any of their major demands. The robots on large scale also have power to control the government and legalize the robbery. Okay, promise to pass wage controls. Promise to pass the regulatory law. Wage subsidies. Beides ist schwer durchzubringen mit dieser Regierung. Aber Regulatory Board ist es mal lieber, um ehrlich zu sein. Könnten wir das vielleicht nach dem Krieg machen, Freunde? Defensive Pact mit Baden. Ja, das brauchen wir doch gerade. Na, zumindest auf der östlichen gewinnen. Wir werden schon die westliche nicht gewinnen. Wobei, wenn der Dings, wenn der Albrecht anlandet, da in Hamburg oder keine Ahnung, wo das ist. Was? Das radikale Modener, naja, okay. Ich glaube, das werden wir auch noch überstehen. Tschüssi. So, die Wahnsinnigen sind weg. Wir jetzt noch so lange kämpfen, bis Preußen auch besiegt ist. Ich meine, in Wirklichkeit sollte kein Problem mehr sein. Wieso planieren die nur 2,4? Ich halte immerhin schon ihre Hauptstadt, oder? Na, zumindest die Hälfte davon. Aber nach dem Kampf sollte es auf jeden Fall. So weit sein. Das Dings haben. So. Wir greifen von unten an. Und suchen die Preußen.
Okay. Wo ist der Mann hin? Wo ist der Hafen? Wo können wir verbauen? Ist der Rentel? Habsburger? Wo bist du? Der Hamburger Hüttendorf, Eckenthal, Horwitz, das da, Albrecht. Könntest du einfach da weiter angreifen? Du müsstest eigentlich noch vor Ort sein. Oder auch nicht. Ah, wir sind bei 63. Aber noch Radikalität, das finde ich 63. Naja. Besser als 77, das vorher war. Okay, an activist seeking to bring attention to the cause of women's suffrage has died in an incident at a party killed by a racehorse belonging to Franz Josef. Okay, no one would have had to die for this cause if this basic rights had been granted. Nein, das ist so schrecklich. Die zwei sind beide auf der gleichen Seite, was das betrifft. Egal was ich mache, es macht einen von den beiden grantig und den anderen glücklich. Okay. Schauen wir mal, Landowners sind bei Neutral derzeit und die Unions sind bei minus 11, das heißt, es ist wurscht, ob mehr angepisst sind. Schlimmer kann es jetzt auch nicht mehr werden. Und die sind immerhin schon noch wieder auf plus 2. Oil discovered in Elbe. Nein! Bin ich aber nicht, du Depp, du. Ja, okay. Diesen Kampf gewinnen wir. Was mit dem? Den gewinnen wir nicht. Ah, aber wir haben Berlin, glaube ich, jetzt vollständig eingenommen, oder? Ja. So. Na komm, machen wir diesen Krieg. Ja. Könnte bitte irgendjemand einen weißen Frieden anbieten? Ich glaube, die Preußen würden ihn nehmen. Wir müssen sie nicht bis zur Kapitulation bringen. Das ist zwar irgendwie nett, aber... Komm schon, Hessen. Das Problem ist, wenn wir das nicht... Wenn ich jetzt kapituliere, verliert sie den Krieg dann nur. Das wäre dann auch nicht gut.
okay, die Franzosen haben Hawaii erobert. Mal abgesehen davon, dass ich langsam aber sicher jemanden darunter schicken muss, um den Krieg gegen Modena zu führen. So, habe ich irgendwelche Typen nicht eingesetzt? Idle Mob Nice Generals. Gebiete an diese Frau. So, da ist jetzt eh niemand dazu gekommen. Radical Modena backs down. Das finde ich nett. Das rechnet. Er ist ja wieder einen Idle Mobilized General. Du. Was machst du? Du greifst an. Weil du's. Und weil wir ganz offensichtlich die Preußen niederringen müssen. Im bescheuerten Krieg. Weil keiner einen weißen Frieden anbietet. Danke, Hessen-Kassel im Übrigen. Was ist das? Ein Krieg mit Schiffen an Land? Super. Okay, dieser. Gib mir mal Gas darauf. Wie lange brauchst du noch? Echt? Noch 60 Tage? Ein Witz. Nein! Keine polnische Sezession. So, warte mal. Was ist mit dem Dings? Das ist weg. Offensichtlich. Das ist interessant. Und Wahlen sind gleich. Ach, ich geh bitte. Echt, die nehmen Schlesien mit in die Sezession. Wenn die polnischen Truppen nicht in Polen sind, während des... Was ist... Hessen-Kassel, echt jetzt? Schon wieder? Diese Leute spinnen ja wohl. So, die kriegen jetzt minus 3 pro Woche. Ist noch immer zu wenig eigentlich. Minus 10 pro Woche, das wär's. Könnte bitte jemand den Polen sagen, dass sie nicht Rezession machen sollen? Nein. Population. K.
Culture, einer Sober Cultures, genau. Oh, wow, die Karten wohl noch. Und die Misery. Und die Swahili. Und die Beduinen. Yay. Alle wollen Sezession. Was super, ich hoffe. Ja, so, wenn man guys am meisten. Wieso steht 59, dann 49, dann 54, 55, wenn ich nach Dings, nach Turmoil gehe? Oh, das ist aber gut gegangen. Ah. Women in Workplace. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Das hat die Eigenen ein wenig beruhigt. Wir warten auf die Election und nach der Election machen wir euer Gesetz. Versprochen, Streiker. Mhm. 20. Jahrhundert ist ein gefährliches Offensicht. Warum habe ich hier ein Schiffssymbol für diesen Angriff? Ich habe nicht den blassesten eines Schimmers. Oh, geh bitte, das meint ihr aber nicht ernst. Frankreich, oder? Doch, das meinen sie ernst. I pack you not. Ich will keinen Krieg mit Frankreich und blöd. Mit Hessen Kassel. Ja, ist mir wurscht. Dann mögt sie mich halt nicht mehr. Kämpft keiner. Land of Plenty. The country's high standard of living has resulted in a widespread sense of contentment. That is co-favoring Valentin von Le Breton of Cour. Er ist der, also das ist der Chef von den Industriellen. And the sitting Free Conservative Party in the ongoing election. If it is not broken, why fix it? Wir nehmen das zweite. Das nimmt nämlich den ganzen Radikalen den Wind aus den Segeln ein wenig. Und ob wir die Wahl gewinnen oder nicht, ist mir eh wurscht. Ich möchte hoffentlich irgendjemanden an der Macht haben, der hier. Ich muss dann sowieso jemanden an der Macht haben, der. Diese Gesetze durchsetzen kann. Danke, Preußen. So. Preußen, bist du noch auf meiner Seite? Wahrscheinlich nicht mehr, oder? Dachte ich, ja. Na, okay. Kann ich Preußen wieder glücklich stimmen?
Am mögen tun sie uns noch, wir sind auf plus 55, was ist denn jetzt antagonistisch? Ich wette, jetzt kriege ich Bayern wieder. Eine Seite. Ja, egal. Wir gründen offensichtlich kein Deutschland mehr. Na gut, den Krieg haben wir gewonnen. Als nächstes müssen wir schauen, dass wir diese zwei Bewegungen loswerden. Ich finde den Call for Women's Suffrage lustig, nachdem uns eh noch keiner das richtig Wahlrecht hat. Wie schaut das aus? Wir sind Rapture Turbos auch hier. Das heißt, im schlimmsten Fall können wir uns mit euch. Wieso habt ihr noch kein Öl gefunden? Ich weiß, hier gibt's Öl. Das sind die Vereinigten Arabischen Emirate hier. Die müssen Öl haben. Na gut. Okay, meine Lieben, wir hören auf für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss euch.